Sie liest meine WhatsApp-Nachrichten noch nicht mal. Hat sie mich blockiert? Nee, dann könnte ich ihr nicht mal mehr schreiben. Hab ich hier irgendwas getan? Habe ich irgendwas Falsches gesagt oder geschrieben oder ihre Mama beleidigt oder sowas? Was haben wir ihr denn angetan, dass sie uns so ignoriert? So hätte ich sie wirklich nicht eingeschätzt. Ja? Hey Merle, wollen wir dann... Was sitzt du denn hier schon wieder? Ganz ehrlich, du sitzt die letzten Tage nur in deinem Zimmer. Wollen wir jetzt mal langsam raus oder was ist mit dir los? Ich habe das Gefühl, du willst gar nicht mehr aus deinem Zimmer. Beschäftigt dich die Sache mit Liz so sehr oder was? Ich meine, vergiss sie, dann kommt sie halt nicht zurück. Wir brauchen sie nicht. Boah, Sam, jetzt laber doch nicht schon wieder so rum. Ich habe dir schon gestern, vorgestern und den Tag davor schon gesagt, dass ich einfach nicht raus will. Mir geht es einfach nicht gut. Ja, aber für mich, wieso denn nicht? Nein, für mich ist die Sache mit Liz so lange nicht abgeschlossen, wie sie sich nicht bei uns meldet. Und da sie das noch nicht getan hat, werden wir hier warten. Merle, als ob ich jetzt auf Liz warte. Denkst du wirklich, ich werde jetzt auf sie warten und sagen so, oh, Liz, ich freue mich, dich so zu sehen. Ich habe dich so vermisst. Denkst du wirklich, so einer bin ich? Nein, ich bin eiskalt. Ich habe mit ihr nichts zu tun. Wenn sie sich nicht meldet, dann melden wir uns auch nicht. Ganz einfache Geschichte. Und wenn sie hier nicht mehr wohnen möchte in der Freunde-WG, dann ist das so. Und wenn sie sich noch nicht mal selber träumt und ihre Mutter schickt, ich meine, was für eine Angsthase ist sie überhaupt? Also ich brauche sie nicht. Boah, Sam, jetzt schalt doch mal einen Gang runter. Sag doch nicht sowas. Im Nachhinein bereust du es irgendwann. Nein, das tue ich nicht. Doch, tust du. Ich bin auch verletzt, dass sie sich bei uns nicht meldet. Aber das heißt doch nicht, dass wir jetzt hier über sie so reden können. Vielleicht ist hier irgendwas passiert oder so. Ey, ist das jetzt dein Ernst? Ich meine, wir leben im 21. Jahrhundert. Sie kann doch mal anrufen, vielleicht eine Nachricht schreiben oder E-Mail oder vielleicht sogar einen Brief. Aber sie hat ja gar nichts davon gemacht. Seit Wochen meldet sie sich nicht bei uns. Okay, seit ein paar Tagen. Weißt du was? Liz ist mir egal. Eigentlich bist du mir auch egal, wenn du sowas abziehen würdest. Jede Person wäre mir egal. Aber heute ist was ganz Wichtiges. Also, heute kann ich mich nicht darum kümmern. Und zwar habe ich einen Trampolinpark für uns organisiert. Ne? Für uns beide. Ne? Und wenn du möchtest, kannst du noch keine Ahnung wem Bescheid geben. Leo oder so. Ne? Aber wir gehen heute in den Trampolinpark. Und dann kannst du mal Liz und all das drumherum vergessen, okay? Boah, Sam, du glaubst doch nicht wirklich, dass ich so, wie ich gerade drauf bin, irgendwo in den Trampolinpark gehe, um dort jetzt 3 Stunden rumzuhüpfen. Du glaubst doch nicht, dass ich mich jetzt irgendwie in irgendeiner Form motivieren kann dazu. Ist das jetzt dein Ernst? Soll ich jetzt alleine in den Trampolinpark oder was? Boah, Mel, das kommt nicht in Frage. Ich meine, alles wegen dir und Liz, nur wegen eurer Geschichte da. Mich interessiert das alles nicht. Jetzt muss ich wegen dir einen anderen Tag für den Trampolinpark finden. Wir hätten ihn alleine für uns. Aber ist schon in Ordnung. Rede mit der Hand, denn das Gesicht hört nicht mehr zu. Ne, ich bin jetzt weg. Boah, Sam, warum? Das gibt's doch einfach nicht. Wenn Liz sich einfach mal melden würde, dann hätten wir hier nicht diese ganzen Streitereien. Und mir geht's seit Tagen richtig schlecht. Ja, toll, super. Dabei hatte ich extra den Trampolinpark für heute organisiert und... Hey! Hi! Liz! Ja? Ich hab dich voll vermisst, ich freue mich, dich voll zu sehen, also... Wo warst du denn? Warum hast du dich denn nicht gemeldet? Ja... Wie war's? Erzähl! Sam, ich brauche jetzt erstmal kurz Ruhe für mich. Nimm's mir nicht übel, ja? Also ich brauche jetzt echt einfach Zeit für mich. Nimm's mir nicht übel. Boah, ey. Alle haben hier Probleme, außer mir. Ich will doch nur in den Trampolinpark. Zum Glück sind meine Sachen noch nicht abgeholt. Ich dachte, das ist schon alles leer. Oh, endlich wieder zurück in der Freunde-WG. Oh Mann. Jetzt werden die beiden bestimmt fragen, warum ich mich nicht gemeldet habe. Und ich brauche jetzt echt erstmal Zeit für mich. Wenn die wüssten, was ich für einen Streit mit meiner Familie hatte. Oh. Hä? Bilde ich mir das gerade? Boah, Sam, hör auf, so einen Quatsch zu machen und irgendwelche alten Sprachnachrichten von Liz abzuspielen. Merle, das ist nicht Sam, ich bin wieder da. Liz, oh mein... hey, Liz, was, also, bist du jetzt da, um deine Sachen abzuholen? Cool, dass du hier bist, dass du dich nochmal sehen lässt. Oh, hey, Merle. Ja, ich bin wieder da. Ich war ziemlich stressig so die letzte Zeit. Sag mal, ich habe heute echt keine Lust zu kochen und es ist ja auch schon echt spät. Ich würde dann einfach was zu essen holen und mich dann hinlegen. Ist das okay? Oh, ja, okay. Ja, hol dir von mir aus was zu essen. Ich wundere mich sowieso, dass du da bist und mir musst du ja sowieso nichts erzählen. Ich bin dann in meinem Zimmer. Oh Mann, ich weiß, die beiden brauchen eine Erklärung, aber... Ich krieg echt zu viel. Ich kann gerade keine Menschen sehen und es war einfach zu viel die letzte Zeit, was bei mir zu Hause abging. Ich kann denen das nicht erzählen. Hey,
Ach so, ja. Sorry, Liz. Ich wollte nicht mit dir reden oder so. Ich wollte dich nur in Ruhe lassen. Ich wollte sowieso zu Merle. Also, ich lasse dich in Ruhe. Keine Sorge. Mann, ey. Das gibt's doch einfach nicht. Warum redet sie denn nicht mit uns? Ist sie wieder da? Was? Merle? Ja. Du bist hier. Und? Bist du jetzt glücklich? Sie ist jetzt da. Ja. Also, kannst du jetzt mal aufhören, hier die ganze Zeit zu heulen? Sie drauf ist? Zu dir auch? Ja, zu mir auch. Sie redet überhaupt nicht mit mir und zickt mich nur an und sitzt da und... Ach, keine Ahnung. Ich glaube, sie will wirklich ausziehen. Meinst du? Ich glaube ja, nicht. Ihre Mutter hatte wahrscheinlich recht und deshalb redet sie jetzt nicht mit uns und sagt uns morgen dann, hey, übrigens, ich gehe jetzt. Merle. Ciao. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich meine, wo sie wirklich also durch die Tür kam, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, als würde so eine Last von ihren Schultern fallen. Also klar, sie wirkt jetzt vielleicht nicht so positiv, aber ich glaube, sie hatte zu Hause Stress oder so. Ja, ja. Und ich meine, dass sie sich nicht gemeldet hat und so, vielleicht warum hängt das auch damit so zusammen. Abweisend zu uns? Ja, aber vielleicht hat sie einfach nur Stress und möchte einfach mal ein bisschen Ruhe haben, dass ich dir das erklären muss, dass Menschen auch mal Ruhe brauchen. Also, das ist die absolute Höhe. Weißt du was? Ich hätte da eine andere Frage. Meinst du, sie würde vielleicht zur Ablenkung in den Trampolinpark wollen heute? Hörst du jetzt wohl auf mit diesem Trampolinpark? Merkst du nicht, was hier gerade die Stimmung ist? Es ist doch nur eine Idee. Du kannst jetzt in den Trampolinpark. Es ist doch nur eine Idee. Weißt du was? Ich werde jetzt Folgendes machen. Dass ich das mal in der Freunde-WG machen würde, hätte ich niemals gedacht. Aber ich werde jetzt eine Lösung dafür finden, okay? Ich werde jetzt mit Liz mal versuchen zu reden und rauszufinden, was ihr Problem ist. Was ihr Problem ist. Du bleibst jetzt hier, du misch dich nicht ein. Und ich wette, sie möchte nicht ausziehen. Ja, viel Erfolg. Hey Liz, Lust auf einen Trampolinpark? Sam, das ist nicht böse gemeint, aber mir ist heute nicht nach Trampolinpark und ich wollte mir jetzt eh gerade was essen. Liz, darf ich mich setzen oder? Ja, klar. Okay. Liz, also ich weiß, ich bin normalerweise nicht der Typ für sowas, aber ich frag dich jetzt, ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Also, wir sind hier beste Freunde, wir können wirklich über alles reden und ich meine auch, wenn du hier ausziehen möchtest, dann ist das halt so. Sam, jetzt fang du nicht auch noch damit an. Ja, aber nein. Sei doch offen einfach. Kommunizier mit uns. Es ist alles okay. Ich will jetzt einfach gerade nicht darüber reden, okay? Liz, komm schon. Ja, Sam, weißt du was? Lass sie doch einfach in Ruhe. Sie will ja gerade nicht mit uns reden, ne? Wir sind ja anscheinend doch nicht beste Freunde hier. Merle, musste das jetzt sein? Mann, ich will halt einfach gerade nicht darüber reden. Was ist daran so falsch? Ja, Merle, kannst du sie nicht einfach in Ruhe lassen, kurz? Nein, kann ich nicht. Jetzt erzähl schon, Liz. Weißt du, es geht so warum? Merle, akzeptier doch einfach. Bei mir ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen wie bei dir in der Familie. Und ich will einfach gerade nicht darüber reden. Punkt. Merle, kannst du sie nicht einfach in Ruhe lassen? Nur ganz kurz. Also, ich versuche das auch gerade zu klären. Ja, weißt du was? Lass es einfach. Red nicht drüber. Und wenn du ganz viel Glück hast, dann zieh ich hier als erstes aus. Boah, lass mich einfach. Merle! Nee, weißt du was? Mir ist das echt alles zu viel gerade. Ich krieg hier echt zu viel. Ich geh jetzt einfach. Und was mache ich jetzt in Liz' Zimmer? Oh, nee, das ist alles sowas von schief gelaufen. Und dabei bin ich noch nicht mal schuld. Ich wollte doch nur in den Trampolinpark. Ist das zu viel verlangt? Was? Merle, ich muss jetzt mal mit dir reden. Also ich bin ganz ehrlich, normalerweise bin ich immer der Typ, der hier ausflippt und vieles falsch macht. Aber in dieser Situation hast du gerade vieles falsch gemacht. Hättest du sie nicht einfach in Ruhe lassen können? Ich habe doch gesagt, ich versuche es zu klären. Und sie war gerade an dem Punkt, wo sie sagen wollte, lass uns in den Trampolinpark. Was? Und dann bist du gekommen. Okay, so war es vielleicht Quatsch, nicht. Als ob. Als Merle. Ob sie jetzt mit dir den Trampolinpark Nein, Merle, das nicht. Wollte. Okay, ich habe ein bisschen übertrieben. Aber das, was du gemacht hast, ist falsch. Wenn sie sagt, sie möchte nicht darüber reden, dann möchte sie halt nicht darüber reden. Verstehst du es nicht? Ja, aber es kann doch nicht sein, dass sie jetzt einfach so nach dieser ganzen Zeit hier auftaucht. Ja, aber Merle, wer weiß, hast du nicht gesagt, was sie zu Hause, dass bei ihrer Familie nicht alles so ist? Ich wette, sie hatte zu Hause einfach ein paar Probleme. Und anstatt, aber warum hat sie sich denn nicht gemeldet? Keine Ahnung wieso, aber vielleicht erklärt sie uns das nochmal. Kannst du nicht einfach mal akzeptieren, dass sie vielleicht Geheimnisse vor uns hat? Wir müssen nicht alles wissen und dass ich das sagen muss, wundert mich gerade ein bisschen, weil ich sonst der Neugierige hier bin. Ja. Deswegen, Merle, bitte, beruhig dich. Ja, okay, ich glaube, du hast recht. Ja, und in dieser Zeit möchte ich sie jetzt auch nicht alleine lassen. Wir suchen jetzt nach ihr, okay? Sie hat zwar gesagt, sie möchte alleine bleiben, aber ich weiß ganz genau, sie möchte nicht alleine bleiben. Und wenn wir sie finden, ja, komm. Dann machen wir keinen Druck oder so, okay? Okay. Bitteschön jetzt. Ja. Und vielleicht danach in den Trampolinpark. Siehst du da? Ja, siehst du. Da ist
Hey, Liz. Hey. Hey. Alles klar bei dir? Dürfen wir uns zu dir klar, setzen? Ja, klar. Tut mir leid. Ich wollte auch nicht so blöd reagieren. Mir tut's auch leid, dass ich nicht so angefaucht bin. Mir auch. Also ich habe zwar nichts Falsches gemacht, aber trotzdem. Liz, es tut uns leid. Wir hätten natürlich da Verständnis zeigen müssen. Du brauchst uns wirklich gar nichts zu erzählen. Also vielleicht machen wir etwas, um dich abzulenken. Ja, wir könnten in den Trampolinpark gehen. Sam, oder was essen oder so. Also was auch immer ja, wisst ihr, es ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich konnte mich halt auch nicht melden, weil ich habe momentan noch kein Handy und... Okay. Ja... Also Liz, du brauchst wirklich gar nichts zu erzählen. Sag uns einfach nur, was wir machen sollen. Sollen wir dich wirklich in Ruhe lassen oder... Nein, ich bin momentan halt... Wisst ihr, ich erzähle es euch, okay? Aber okay, jetzt bin ich wenn du möchtest, aber, also nur wenn du möchtest, okay? Ja. Okay, was passiert? Ja, ich habe ja nicht so das beste Familienverhältnis und meine Mama ist halt sehr, sehr streng. Und als sie erfahren hat, dass ich halt woanders, in einer anderen Stadt studieren möchte, eventuell, da ist sie halt... Aber das steht doch gar nicht fest. Nein, das steht auch nicht fest, aber sie ist völlig ausgeflippt, weil damals schon, wo ich nach Kanada bin, ein Jahr und... Ja, sie ist halt immer noch, ich fühle mich halt wie 12. Okay. Sie hat mir halt mein Handy, mein Laptop weggenommen, hat mir mein Geld gekürzt und es war... Du bist doch erwachsen, du verdienst doch schon dein eigenes Geld. Ja, schon, aber wisst ihr, das ist halt, wenn es die eigenen Eltern sind, da ist man doch immer noch. Und das war halt alles zu viel und wir haben uns so bösartig gestritten und ich bin jetzt einfach gegangen halt. Und deswegen ist sie wahrscheinlich hier auch vorbeigekommen. Ja, sie wollte halt, dass ich aus der Freunde-WG ausziehe. Wusstest du eigentlich, dass sie eine E-Mail geschrieben hat mit deiner Kündigung? Ich habe nur irgendwas, sie hat nur gemeint, ja. Ja, ist ja auch nicht wichtig. Du bist jetzt hier und ich finde es cool, dass du uns das erzählst, aber wir sind für dich da. Ja. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ne? Wir machen alles, um dich wieder aufzumuntern, um dich abzulenken, was auch immer du brauchst, wenn du was erzählen willst, wenn du nichts erzählst. Und wenn es der Trampolinpark ist, umso besser. Ja, also vielen Dank, ihr seid echt so liebe, seid die besten Freunde, wirklich. Und ich wäre liebst noch 10 Jahre hier wohnen. Ich würde niemals freiwillig aus der Freunde ausziehen. Ich meine, bei uns steht doch auch noch nicht fest, ob wir hier oder woanders studieren. Also das ist doch vollkommen normal. Aber lass uns darüber keine Gedanken machen. Wir reden nicht mehr darüber und wisst ihr was, ist ein bisschen spät heute geworden. Aber versprochen, morgen gehen wir in den Trampolinpark und da kann ich dich ein bisschen ablenken. Ja. Und dich auch. Und mich auch. Gute Idee, Sam. Okay. Und jetzt gehen wir was essen, okay? Ab geht's. Ich habe so Hunger auf eine Pizza. Los geht's. Auf jeden Fall.